Die Frage war, dass einem, der, sag ich mal, verschlafen hat, hat weggestellt und verschlafen hat, das Fajr-Gebet, ist aufgestanden kurz vor Sonnenaufgang. Ist kurz aufgestanden vor Sonnenaufgang. Soll er jetzt warten, bis die Sonne aufgeht, oder soll er direkt beten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nochmal sagt, derjenige, der das Gebet vergessen hat oder verschlafen hat, er soll es an dem Moment beten, wo er sich erinnert, wo er aufgestanden ist. Das heißt, das ist ihre Zeit. Es gibt keine Sühneleistung oder keine Sühneleistung für dieses Gebet, außer das. Deshalb, wenn man aufsteht, dann macht man Wudu und betet. Wenn man aufgestanden ist, egal welche Zeit, auch wenn gerade die Sonne aufgeht, wenn man aufsteht, ist es die Zeit von ihm. Dies aber vorausgesetzt nochmal, das war ein Konzert, dieser vorausgesetzt, dass derjenige, der Alhamdulillah die Mittel genommen hat, damit er aufsteht. Aber der eine, der Playstation spielt bis 1 Uhr und danach macht er nochmal, guckt er seinen Facebook-Account und seine TikTok oder wie das heißt und alles Account. Und danach schläft er um 4 Uhr und dann denkt er, er will aufstehen um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr, um das Gebet zu verrichten und hat 50 Wecker gestellt. Er wird kein Wecker erstmal hören. Weil die Mittel ist, dass man früher schlafen geht, versucht Allah Gehorsamkeit zu leisten bei dem Schlafen, indem man die Erwähnung und alles macht, damit Allah ihm hilft. Denn diese Sache ist eine Hilfe von Allah und eine Gnade Allah, dass man es macht. Denn jeder wird zur Rechenschaft gesucht. Schon klar, wir sagen, der das Gebet verschlafen hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. Sahaba waren auf einer Reise und haben geschlafen. Und derjenige, der beauftragt worden ist, den zu wecken, auch ist auch eingeschlafen. Und die sind nur wach geworden durch die Sonne. Das heißt, die Sonne den wach gemacht hat. Aber trotzdem, wir sagen, dass man muss auch die Mittel nehmen. Aber wenn man aufsteht, betet sofort. Wenn man aufsteht, betet man sofort, denn das ist die Zeit.